Silber, Jonessa. Daily, daily, Jonessa. Hello, Moini. Ha, ich melde mich zurück. Ich füge jetzt, glaube ich, den Vlog einfach irgendwie zusammen, weil ich vlogge jetzt weiter. Wir sind gestern Abend 9:30 oder so angekommen oder noch später. Und ich habe auch gar nicht, zumindest mit der Kamera, habe ich gar nicht gevloggt. Ich habe ja nur irgendwie ein paar Sequenzen mit meinem Handy Wow, ich komme nicht klar. Hallo? Danke. Ich habe ja nur ein paar Sequenzen mit meinem Handy gevloggt. Also, wir sind morgens noch in München spazieren gegangen, das habt ihr ja gesehen. Dann sind wir losgefahren, sind dann Richtung Heidelberg gefahren, waren so, ich weiß gar nicht wie lange, 2-3 Stündchen oder so, bei Christina und David und Luca. Haben da was gegessen, sind spazieren gegangen, haben ein bisschen gequatscht und sind dann von da aus losgefahren. Waren dann gegen 9:30 rum zu Hause. Und ich habe leider auch eine schlechte Nachricht noch gestern bekommen, deswegen hatte ich auch gar keine Lust mehr, mich zu melden. Ich hatte nicht dann so mega gute Laune, weil mich das ein bisschen runtergezogen hat, aber es ist auch irrelevant. Für den Vlog zumindest, für mich nicht. Ja, und dann habe ich hier noch ein bisschen meine E-Mails abgearbeitet. Ich hatte so viele E-Mails, die ich beantworten musste. Wow, also ich bin dann direkt eigentlich an den PC gegangen und habe Mails gemacht. Aber ist nicht so schlimm, bin froh, dass ich das jetzt alles erledigt habe. Jetzt ist Donnerstagmorgen und ich bin auch schon relativ lange wach. Ich war schon kurz mit Craft unten, ich habe schon ein Paket vom Nachbarn geholt. Zwei Pakete standen vor meiner Tür. Gleich hole ich noch eins von der Packstation. Eins von der Filiale, da muss ich noch kurz zur Sparkasse. Dann gehe ich gleich mit Craft raus. Habe schon eine Kooperation fertig gedreht vorhin. Und dann geht's gleich Skifahren. Das Blöde ist, ich habe mich gerade ein bisschen geärgert. Ich habe nämlich noch von... Boah, also ich fahre Ski eigentlich, seit ich 3 Jahre alt bin. Und war dann auch jedes Jahr Skifahren. Und jetzt aber schon mega lange nicht mehr. Also ich weiß nicht, ich war jedes Jahr Skifahren, bis ich 13, 14 war. Und dann gar nicht mehr, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, also ich weiß es auf jeden Fall nicht, wann ich das letzte Mal Skifahren war. Ist auf jeden Fall schon über 10 Jahre her. Und dann habe ich gerade meine Skihose und meine Skijacke probiert. Offensichtlich passt mir das nicht mehr. Das heißt, ich werde mir gleich was ausleihen müssen. Hat mich gerade ein bisschen runtergezogen. Wobei eigentlich, es hat mich 2 Sekunden lang runtergezogen. Und dann dachte ich mir, was soll's, das ist jetzt auch scheißegal. Ich kann es auch nicht ändern jetzt. Genau, also heute geht es mit Philipp Skifahren in eine Skihalle nach Bottrop. Die hat nämlich jetzt auch nur noch bis Ende April offen. Also jetzt nur noch ein paar Tage. Bin ich sehr gespannt, was das wird. Weil wie gesagt, ich bin ultra lange nicht mehr Ski gefahren. Entweder kann ich es einfach nicht mehr oder es ist so, man verlernt es nicht und ich brauche eine Weile und komme wieder rein. Philipp kann es gar nicht, das heißt, ja, ich mit meinem aktuell nicht vorhandenen Können versuche ihm das irgendwie beizubringen. Also wahrscheinlich werden wir uns da einfach nur beömmeln und werden, keine Ahnung, nicht richtig Skifahren. Aber mal abwarten, vielleicht wird das ja noch was. Ja, ich wollte mich auf jeden Fall einmal zurückgemeldet haben. Ich habe jetzt hier noch ein großes Chaos, weil ich, wie gesagt, gestern nur noch Mails und so gemacht habe. Ich habe hier alles Mögliche liegen. Ich muss alles noch auspacken. Der ist tot. Der hat sich, seit wir angekommen sind, nicht vom Fleck bewegt. Also, er lag auch im Bett zum Schlafen. Aber er liegt und schläft. Er macht nichts. Der ist tot. Von der Autofahrt, vom Urlaub, von allem. Ja, das heißt, ich glaube, der freut sich sogar, wenn wir gleich Skifahren, damit er einfach hier alleine in Ruhe ist und schlafen kann. Ich muss jetzt alles noch wegräumen. Ich räume jetzt hier auf. Ich mache klar Schiff. Dann mache ich mich fertig und wie gesagt, gehe nochmal eine große Runde mit Craft. Ich hoffe, er hat Lust. Schauen wir mal. Und dann geht's Skifahren. Aber irgendwas wollte ich noch im Vlog erzählen. Vergessen. Wir sind da. Wir fahren jetzt Ski. Oder zumindest so. Ja. So, Philipp. Was glaubst du, was jetzt passiert? Richtig anziehen, ja. Thank you.
Was hast du mit? Hi. Ich warte gleich, ja? Hallo, hab vergessen zu filmen, aber wir sind gerade essen. Wow, meinst du, dort wie ein Schlachtfeld? Deins auch? Ja. Also, richtiges Herbergsessen. Ja. Ich würde sagen, weil mein Handy-Akku, warum auch immer, keine Ahnung, der war voll, aber der ist gleich leer. Wir geben euch auf jeden Fall gleich ein Feedback. Wir werden gleich noch schön fahren, später wahrscheinlich nochmal essen. Mhm. Und dann melden wir uns ausführlich und berichten. Mach mal nur anhand des Daumens, wie du es findest. Okay. Mit den richtigen Schuhen fühlt es sich jetzt einfach an, als würden wir auf Wolken laufen. Wirklich, das ist der Himmel auf Erden. Hallo Freunde. Hallo Friends of the Sun. Wir sind fertig. Wir sind kurz traurig. Ja. Weil wir wollten noch hier reihen. Hier in Elori. Man sieht es leider nicht. Also hier, oh, da wollten wir rein. Da, wo Grusel-Labyrinth sonst ist in Halloween. Und ja, wir haben gerade geschaut, wir wollten rein, aber es ist zu. Beziehungsweise, es gibt keine Tickets mehr. Ja, und jetzt sind wir stark traurig. Jetzt musst du von deinem Abenteuer erzählen. Super. Also ich kann kurz von meinem Abenteuer erzählen. Ich habe nämlich vorhin mal nachgerechnet, über 15 Jahren kein Ski mehr gefahren. Und dafür, dass ich so lange kein Ski mehr gefahren bin, hat sehr gut bei mir funktioniert. Das hat mich stark überrascht. Das hat Spaß gemacht. Meine Füße tun stark weh. Ich habe ganz stark Schmerzen, vor allem noch durch meinen Leinenunfall mit Graf. Aber ansonsten war es richtig geil. Jetzt kannst du erzählen. Ja. Also, ich bin in meinem Leben noch nie Ski gefahren. Und wir sind jetzt insgesamt, glaube ich, 6, 7, 8, 9, 10 Mal gefühlt darunter gefahren. Fahren. Gefallen. Und ich sag mal so, Grundlagen kann ich jetzt. Am Anfang warst du ganz schlimm drauf. Ja, am Anfang, ich bin halt so, wenn das von Anfang an nicht funktioniert, bin ich immer so ein bisschen mad. Kenn ich.
Aber Vanessa ist eine super Motivationstroller. Dabei wusste ich am Anfang selber gar nicht, was ich mache. Und ich so, das ist einfach so. Ja. Und ich bin in der ganzen Zeit nur einmal hingefallen. Ich bin nur einmal gefallen. Das war das Schlimmste, was mir hätte passieren können, weil ich kam nicht hoch. Weil ich hatte ja Skier. Du bist beim Stehen hingefallen? Oder einmal. Und jetzt kann ich Skifahren auch. Ja, also kurz zur Erläuterung. Am Anfang ist Philipp ganz schlimm ausgerastet, weil er es offensichtlich nicht kann, weil man kann nicht Skifahren nach einer Minute. Sieht uns super. Und dann warst du ganz schlimm stinkig. Ja, ich war wirklich stinkig. Und dann dachte ich schon, boah, wir fahren safe nach zwei Minuten wieder nach Hause und weinen und hassen uns. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich habe immer noch keinen Empfang für Navi. Super. Schwierig, schwierig. Ja, aber ich war nicht stinkig mehr nach der ersten Runde, weil dann es funktioniert und jetzt kann ich Skifahren. Ja, dann haben wir auf jeden Fall geübt. Gebremse. Ja, ganz viel Bremsen geübt. Und dann war er einfach schnell ein Profi. Ja. Und ich bin über den Hof geübt. Oh ja, Vanessa ist über die Schanze gesprungen. Ja, erst ganz langsam, weil ich mich nicht getraut habe. Das war so... Und dann habe ich auch nochmal gemacht und bin ein Stückchen höher gehüpft. Ja, und auf jeden Fall. Du hast Spaß dran gefunden, stark. Ja, es macht wirklich Spaß. Also ich hätte das nicht damit gerechnet. Dass, also ich habe auch stark Schmerz im Fuß, aber... Boah, wirklich, aber... Ich kenne das ja schon vom Eislaufen. Mhm. Weil ich das sehr gerne mache. Und das sieht nicht so aus, als würde ich hier hinwollen. Ist auf jeden Fall ultra cool. Kann ich jedem empfehlen, der das noch nie gemacht hat, einfach mal ausprobieren. Habe ich auch gemacht, ich habe mich auch auf die Fresse gelegt. Aber man kommt schnell dahinter. Du hast dich aber nicht richtig auf die Fresse gelegt. Also ich bin nicht gekuschelt. Ich bin einfach gefallen. Ich glaube, ich bin falsch. Ja, ja. Wir fahren alle Richtungen, ich bin richtig. Super. Ja, auf jeden Fall kann ich jedem empfehlen, der es noch nie gemacht hat, einfach mal ausprobieren. Macht auf jeden Fall stark Laune. Ja, jetzt nur ein bisschen sad moments halt, weil wir... nicht da reinkommen mehr. Ja, das ist wirklich traurig. Ja, das ist wirklich traurig, aber... Das ist. Morgen geht's ja noch woanders hin. Ja! Das heißt, euch erwartet morgen auch wieder ein Geilo-Milo-Schmeilo-Vlog. Yes. Yay! Wir freuen uns. Also, ich muss sagen, ich fand's richtig cool. Ja, ich auch. Es hat richtig Spaß hier gemacht. Kann man auf jeden Fall öfter machen. Also, das Problem ist, wir haben jetzt Gefallen daran gefunden. Und das ist jetzt die letzte Woche, wo es aufhört. Dann geht es in die Sommerpause. Und dann öffnet das erst wieder im September die Skihalle. Ja, glaube ich, September. Blöd, aber merken wir uns auf jeden Fall. Ja. Jetzt fahren wir nach Hause. Tschüss. Ja. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Daily, daily,